Bentaleb attackiert Schalke-Bosse. Bei den Profis von Schalke 04 spielt Nabil Bentaleb derzeit keine Rolle. Seinen Unmut über die Situation brachte der Algerier nun in einem Interview mit dem französischen Magazin Anse Mondial zum Ausdruck. Die Bosse wollen nicht, dass ich mit der Gruppe trainiere. Sie wollen nicht, dass ich in irgendeiner Form mit der Gruppe verbunden bin, erklärte der 25-Jährige. Ausgeschlossen von der Kritik sei Trainer David Wagner. Wenn ich sie sage, meine ich das Management und nicht den Trainer, sagte der Reservist der Schalker. Sein letztes Spiel für die Königsblauen bestritt der Mittelfeldspieler im April 2019. Minzler verlängert in Leipzig. Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Geschäftsführer Oliver Minzler vorzeitig verlängert. Der 44-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Meine Vertragsverlängerung sehe ich als ein Beleg für die gute Arbeit, die wir hier bislang alle gemeinsam geleistet haben, schrieb Minzler auf der Vereins-Homepage der Bullen. Es wird vor allem darauf ankommen, den Club RB Leipzig trotz des schnellen Wachstums in vielen Bereichen für die Zukunft bestmöglich aufzustellen und zu rüsten. Der frühere Leichtathlet ist seit Anfang 2016 im Amt. Ribéry muss unters Messer. Wie der AC Florenz in einer Presseerklärung mitteilt, wird sich Franck Ribéry in Kürze einer Operation unterziehen müssen. Der frühere Bayern-Star hatte sich Ende November im Ligaspiel am Sprunggelenk verletzt. Nach eingehenden Untersuchungen kam die Fiorentina zur Erkenntnis, dass eine Operation unumgänglich ist. Wie lange Ribéry ausfallen wird, will der toskanische Club nach dem Eingriff bekannt geben.